der Moritzplatz, der nun wirklich auch ein besonderer Platz ist. Und das ist eindeutig das Haus von Ingrid und Matthias Koch. Wir fühlen uns sehr, sehr wohl. Und all das, was den Verlag jetzt auszeichnet, Weltläufigkeit, Offenheit, ein cooler Platz, das ist eigentlich jetzt hier am Moritzplatz gegeben. Der Aufbauverlag hat ja den Claim Aufbau bewegt. Und Aufbau soll eben gesellschaftliche Prozesse auch kritisch begleiten und anstoßen und soll auch die Leser emotional ansprechen. Also es soll nicht nur über den Kopf gehen, sondern es soll über die Gefühle auch gehen. Ein richtig guter Verlag hat seine eigene DNA. Der ist unverwechselbar, weil Aufbauverlag gehört dazu. Diese 75 Jahre waren sehr, sehr wechselhaft und trotzdem gibt es eine Grundlinie, dass alle Menschen, die hier arbeiten, für Literatur, für Aufklärung einstehen. Ob sie Unterhaltung machen, ob sie Sachbuch machen oder Literatur. Und das macht einen schon stolz mit einem tollen Team. Die sind alle sehr engagiert hier. Ein Buch ist Teamarbeit. Die Autorin, der Autor liefert den Text und was dann damit passiert, der Produktcharakter des Buches, wie das aussieht, wie darüber gesprochen wird, das findet ja hier im Verlag statt und das ist nicht eine Person, die das entscheidet, sondern das ist ein kreativer Prozess und da geht es auch manchmal sehr heiß her. Ich habe immer irgendwas gekritzelt eigentlich, seitdem ich überhaupt schreiben kann. Ich habe immer wahnsinnig viel gelesen, aber ich habe das nie ernst genommen, bis ich erfahren habe, dass man das in Leipzig studieren kann. Ich habe mir ehrlich gesagt keine Chancen ausgerechnet. Ich glaube, dass ich vor allem über Gewalt schreibe, und zwar über die staatlich organisierte Gewalt. Mich interessiert immer der Augenblick, bevor es zu einer Revolution kommt, wenn die Menschen wirklich beschließen, auf die Straße zu gehen, wenn es Klick macht praktisch, wenn es jemanden reicht und jemand geht über sich selbst hinaus. Und natürlich die staatliche Reaktion darauf. Alle großen Wiedergeburtszeiten der Menschheit standen im Zeichen der Dichtung. Das ganze Konzept für diesen Aufbauverlag hat Johannes R. Becher schon in Moskau fertig gehabt. Damit kam er nach Berlin, Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands. Der Aufbauverlag spielte eine führende Rolle nach 1945, um den Menschen ein anderes als das nationalsozialistische Denken Schritt für Schritt beizubringen. Und es auch attraktiv zu machen. Eine Erziehung damals, also am Anfang, zur Demokratie, zur Offenheit war geplant. Dann hat sich die DDR zwar später anders entwickelt, aber das war erstmal die Aufgabe, die unmittelbar nach 1945 anstand. Und deshalb war es ungeheuer wichtig, all die Autoren ins Land zurückzuholen, die nicht mehr in Deutschland leben konnten, um diese schreckliche Zäsur von 1933, die ein riesiges Loch in der Kultur Europas und Deutschlands hinterlassen haben, irgendwie auszugleichen. Ihre Werke wurden Welterfolge. Jetzt kehrt sie zu uns zurück. In Zeiten der Dunkelheit, der Verfolgung, bist du allein mir Trost und Hilfe, meine alte Sprache. Und Anna Segers war die große Autorin beim Aufbauverlag. Leon Feuchtwanger, Arnold Zweig. Arnold Zweig saß in Tel Aviv. Und Leonhard Frank beispielsweise, ein Erfolgsautor in der DDR. Vater da gehört ja zu denen, die in Deutschland überlebt haben. Und Becher hat sich ganz rührend um Vater da gekümmert, dass Vater da seine letzten Bücher auch wirklich geschrieben hat. Thomas Mann ist auch ein drastisches Beispiel dafür. Die Ausgabe Letzter Hand, die man einem Autor wie Thomas Mann, Nobelpreisträger, zum 80. Geburtstag widmet, die ist nirgends anders als beim Aufbauverlag in der Französischen Straße in Ost-Berlin gemacht worden. Der Aufbauverlag entwickelte sich so ein bisschen wie zum Suhrkamp der DDR. Er sollte die Klassik veröffentlichen, das war ganz wichtig, damit die Leute wieder Goethe und Schiller und Lessing und Heine und viele andere lasen, natürlich auch jüdische Autoren. Vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Unsere Herren, wer sie auch seien, sehen uns verzwitter gern. Denn solange sie uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren. Dieses Jahr 55, 56 ist eine ganz schlimme Zäsur gewesen. Wolfgang Harich war so eine Art Cheflektor im damaligen Aufbauverlag. Und Walter Janka, eine prägende, ungeheuer sympathische Figur,
ein Kommunist vom reinsten Wasser. Beide sind wegen angeblicher Verschwörung gegen die Deutsche Demokratische Republik für lange Jahre eingesperrt worden. Naja, sie hatten natürlich so eine Art Plattform gebildet, um übrig loszuwerden, um sozusagen die Partei zu erneuern. Diese beiden Leitfiguren sind aus dem Verkehr gezogen worden. Klaus Gysi war ein angenehmer Mensch, der aber den Auftrag hatte, diesen großen Verlag im Grunde wieder auf Vordermann zu bringen. Und das war eine ganz schwierige Funktion. Die Literatur, die so hoffnungsvoll war, wurde dann auf Betriebsliteratur eingeengt. Das Schlimme ist ja, dass eben so ein Parteichef in der DDR auch über Dinge sprach, von denen er keinen blassen Schimmer hatte. Naja, mein Vater hat dann eben Ole Bienenkopf von Strittmatter herausgegeben, obwohl der Schluss der Partei nicht gefiel. Im Ministerium für Kultur hat offensichtlich keiner das wichtige Buch Der Stechlin von Theodor Fontane gelesen. Und da steht im 29. Kapitel, sich abschließen heißt sich einmauern und sich einmauern bedeutet Tod. Ich habe mich immer gefreut, wenn ich die Druckgenehmigung in der Hand hatte und sagte, aha, so weit habt ihr also nicht gelesen. Ich muss meine Lektorin mehr vertrauen als mir selber und mich darauf verlassen, dass das, was ich mir überlegt habe, ehrlich gesagt gar nicht so gut ist. Und manchmal ist es sehr leicht, manchmal kann ich sofort einsehen, dass es einfach ein Fehler ist und manchmal braucht es ein paar Tage oder Wochen, bis ich wirklich einsehe, dass es stimmt. Die frühere Lektorin von Christa Wolf wurde Lektoratsleiterin und konnte sich deswegen nicht mehr um sie kümmern und hat mich dann gefragt, ob ich das machen würde. Natürlich. Ich hatte wahnsinnige Ehrfurcht, weil ich ihre Bücher verehrt habe und weil die für mich sehr, sehr wichtig waren, so wie für viele andere. Traut Morgener, das war eine, die auch sehr viel gelesen wurde. Christine Wolter, Helga Schütz, Helga Königsdorf, Helga Schubert auch. Es gab seit den 60er Jahren eine Reihe von Autorinnen, die einfach ihre eigene Wirklichkeit beschreiben konnten. Und zwar in aller Vielfältigkeit und Widersprüchlichkeit, in einer sehr aufregenden Art. Und das alleine reichte schon, um Diskussionen zu provozieren. Manchen höre ich bitter sagen, Sozialismus schön und gut, aber was man uns hier aufsetzt, das ist der falsche Hut. Wir hatten alle die Nase voll von diesen Nichtreisemöglichkeiten, von den ständigen Drangsalierungen irgendwelcher ideologischer Art und die jungen Leute erst recht. Und wenn man sich als Literat artikulieren kann, indem man gescheite Gedichte schreibt, dann schäumt das über und das muss veröffentlicht werden und das wollen die Leute und sollen die Leute lesen. Und wenn wir auch die größten Schwierigkeiten hatten, solche Bücher dann auch zu publizieren. Und als sich die Lage dann zuspitzte in den späten 80er Jahren, gab es ja die Reihe Aufbau außer der Reihe. Das war eine ganz klare Ansage und das Ministerium hat das dann geschluckt. Der Verlag stand plötzlich in einem ganz neuen Wirtschaftssystem da, in der Marktwirtschaft. Nun gab es den gesamtdeutschen Markt. Das hat eben dazu geführt, dass sehr, sehr, sehr viele Bücher teilweise sofort ins sogenannte moderne Antiquariat wanderten. Und das war natürlich ein riesiger Schock. Ja, Bernd Lukens war der Einzige, der sich wirklich für den Verlag interessiert hat. Und da hat er sich dann auch sehr eingesetzt dafür, hat natürlich auch neue Leute geholt. Zur Lunkewitz-Zeit passte der Hackische Markt sehr gut, ein relativ kommerzieller Platz. Es stand lange sicher auf der Kippe und dann kamen in den 90er Jahren die zwei ganz, ganz großen Erfolge. Das waren die Tagebücher von Viktor Klemperer und ein Unterhaltungsroman Die Päpstin von Donna Cross, die ja dann zum Weltbestseller wurden. Diese beiden Säulen haben dann eben sehr geholfen und das hat relativ lange funktioniert. Das endete leider in der Insolvenz. Dann kam das Ehepaar Koch. Das Ehepaar Koch war auf dieser Bühne ja vollkommen neu. Mit denen hatte keiner gerechnet.
Wir waren dem Aufbau Verlag schon verbunden, aber die ursprüngliche Idee war überhaupt, in einen Verlag zu investieren. Wir wollten auch Arbeitsplätze schaffen und sichern. Es bestand ja die Gefahr, dass dann die Lektoren in aller Winde verstreut werden, dass die Rechte verkauft werden an einzelne Verlage. Das war unser Hauptanliegen, also diese Tradition zu erhalten, die Kompetenz zu erhalten, die im Verlag vorhanden war. Das sind Dinge, die die Pflege des DDR-Erbes darstellen. Und da bin ich stolz drauf, dass wir das auch am Markt durchsetzen können. Dann haben wir also ein junges Label erworben, Blumenbar, was eben dann auch sehr schnell erfolgreich wurde. Wir hatten sofort eine Nominierung für den Deutschen Buchpreis mit Monika Zeiner. Dann sind wir aber auch globaler geworden. Also was mich sehr freut, ist, dass wir eben aus asiatischen Ländern, dass wir afrikanische Autoren haben. Mit Han Kang, das ist für mich eine nobelpreiswürdige Autorin aus Südkorea. Und dass wir die entdeckt haben, die wollte auch keiner haben, hat sich keiner herangetraut. Da bin ich sehr stolz drauf und da müssen wir weitergehen. Jeder Autor, jede Autorin bringt eine neue Welt mit, in die man eintreten kann. Das ist eine große Herausforderung natürlich. Man muss wach bleiben, man muss neugierig bleiben, auch auf die Zeit und was sich da verändert. Aber es ist auch ein großes Glück, das tun zu können.